Wow! Großer Lagerverkauf zu heißen Sommerpreisen. Sparen Sie jetzt bis zu 10.000 Euro beim Kauf einer Kurzzulassung. Automobilforum Kuttendreier. Just Drive. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Menschen in München. Heute möchte ich mich mit Arno Hartung, herzlich willkommen. Willkommen. Über den Olympiapark unterhalten, denn der wird in diesem Jahr 40 Jahre alt. Und Sie, Herr Hartung, sind jemand, der seit 1975, also 3 Jahre nach den Olympischen Spielen, hier seitdem tätig ist. Und wenn Sie jetzt hier so auf dem Olympiaberg stehen, was fällt Ihnen dann ein, wenn Sie sich Ihr Gelände angucken? Das ist ein Riesengenuss und da geht einem richtig das Herz auf, wenn man das sieht, vor allem wenn man so lange hier ist, weil man wirklich einen wunderschönen Überblick hier hat. Das ist eigentlich der schönste Überblick, sicher Turm nochmal, aber da ist es doch alles recht klein, aber hier sieht man das doch relativ hautnah und auf der anderen Seite kann man in die Stadt reinschauen, da sieht man auch, wie nah die Stadt ist und ja, also ich bin leider selten, aber sehr gerne hier oben. Man muss sich ja immer bewusst machen, wir stehen jetzt hier auf dem Olympiaberg. Das ist im Grunde genommen, wir stehen auf einem Haufen Trümmer, nicht? Wie hoch stehen wir hier und auf was stehen wir hier eigentlich? Ja, es ist eine Mischung. Also wir sind hier auf 56 Meter Höhe überhalb des Sees. Zum einen ist es, wie Sie zu Recht sagen, der Bombenschutt, den es halt damals noch Ende der 60er Jahre in München gegeben hat, der hier drin ist. Deswegen traut sich auch so recht keiner mehr, hier groß drin rumzugraben, was hier kontaminiert sein könnte. Und der zweite Teil ist alles, das ist der Aushub des Olympiasees, der hier im Grunde genommen drinsteckt. Und dann hat sich eben, weil Cimic wollte ja gerne so eine modellierte Landschaft haben und dann hat sich das eigentlich angeboten, auch als Aussichtspunkt etc. Ja genau, Cimic ist ja derjenige gewesen, der für die Landschaftsgestaltung hier zuständig gewesen ist. Da ging es darum, dass man eben sich auch so ein bisschen absetzt von den Olympischen Spielen in den 30er Jahren in Berlin, dass man also hier sozusagen auch die Umwelt so ein bisschen mit einbezieht. Inwieweit ist das sozusagen also heute noch ein wichtiger Bestandteil des Olympiaparks? Das ist fast der wichtigste Bestandteil überhaupt, weil natürlich, wenn die Sportstätten so eng zusammen sind, das Ganze noch in der grünen Landschaft sind, nicht so martialisch ist, wie eben die Bauten in Berlin war. Das ist ja das, was gerade den Olympiapark ausmacht und was ihn als touristisches Ziel interessant macht, was es uns vom Handling her leichter macht, weil alle wichtigen Sportstätten zusammen sind, nicht über ein Stadtgebiet verstreut sind. Und das ist auch so ein bisschen das Geheimnis eigentlich des Erfolges des Olympiaparks. Wir haben ja eigentlich, wenn man so will, 3 Funktionen. Wir haben wichtige, hochrangige Sportstätten. Wir sind ein Naherholungsgebiet, sieht man ja wunderbar, und halt eine touristische Attraktion. Und wenn wir nochmal zurückgehen, als es sozusagen noch ein Flugplatz war, nicht? Dann ist es ja eine völlige Umgestaltung dieses Gebiets. Wird das den heutigen Besuchern noch klar gemacht, dass das irgendwann mal tatsächlich ein Flughafen war und alles platt war hier? Also wir machen es denen schon klar, wobei man sagen muss, dass wir natürlich im Laufe der Jahre immer mehr merken, dass wir sozusagen Basisarbeit betreiben müssen. Früher kamen doch noch viele, die sagen, na, da war doch ein Flugplatz und da waren doch Schrebergärten. Und dann sagt man, ja, es ist richtig so. Während heute fangen wir eigentlich bei Null an. Die jüngere Generation kann das nicht wissen. Und wir erklären das denen gerne, dass das eben auch damals die große Chance für München war, dass sehr stadtnah, nur 4,5 Kilometer vom Stadtkern entfernt, eben dieses Sprachland da war, das förmlich nach einer Aufwertung geschrien hat, im Grunde genommen. Und insofern haben sich sehr, sehr viele positive Komponenten zusammengefunden. Man sieht jetzt sehr schön das Olympiastadion von hier. Viele von uns können sich natürlich da noch an super Fußballspiele aus der Bundesliga erinnern. Wir wissen, das ist das Stadion vom FC Bayern gewesen und dann auch für eine Zeit eben auch von 1860. Wie schwer ist es Ihnen gefallen und Ihren Kollegen, das auszugleichen, nachdem also der Fußball dort rausgezogen ist? Also für uns war das natürlich ein bitterer Schlag. Also das war im Grunde genommen die härteste negative Entscheidung, die wir überhaupt mitnehmen mussten in der ganzen Nachgeschichte. Gut, wir hatten einen gewissen Vorlauf, uns darauf einzustellen. Wir haben gesagt, es gibt auch eine Chance für uns, weil wir eben nicht nur Fußball haben, sondern auch zum Beispiel Open-Air-Konzerte in der sonstigen Fußballzeit machen können, dass wir auch im Winter Events machen können, wo ja sonst Fußball gewesen wäre. Also wir haben versucht, das Beste daraus zu machen.
Haben aber immer dazu gesagt, dass natürlich Fußball ein leicht verdientes Geld war. Wir haben immer am Samstag die Tür aufgemacht, mittags, und abends haben wir uns hingestellt, haben das Geld kassiert sozusagen. Das war natürlich schlagartig vorbei. Aber ich denke mal, wir haben ja, ganz gute Erfolge damit. Wir haben so rund 500.000 Besucher pro Jahr bei rund 30, 40 Veranstaltungen im Stadion, in den Räumen des Stadions. Also wenn man mal die Nicht-Fußball-Stadien nimmt in Europa, dann liegen wir da doch noch immer an der Spitze, was die Nutzung betrifft. Waren immerhin 1,7 Millionen Zuschauer jedes Jahr, die dort ein- und ausgegangen sind. Womit würden Sie sagen, haben Sie es am besten kompensieren können? Also wo konnten Sie da das am besten mit ausgleichen dann? Also es sind ohne Zweifel die Open-Air-Konzerte. Dafür ist mittlerweile das Olympiastadion ein schon ein Markenzeichen im Grunde genommen. Dann alle zwei Jahre die Public Viewing, die herausragen. Und dann sind es natürlich auch Laufveranstaltungen wie Marathon etc., die drin stattfinden. Zuletzt die DTM, die wir drin hatten. Wir werden nächstes Jahr und dann in den beiden Folgejahren die X-Games haben, die teilweise auch im Olympiastadion stattfinden. Also man muss halt immer suchen nach neuen Möglichkeiten. Ist nicht ganz einfach, aber es ist spannend. Mhm. Man sieht jetzt sehr schön, wenn man genau hinguckt, da ist eine Führung auf dem Dach. Das ist auch so eine neue Institution geworden, die Sie da eingeführt haben. Wie genau geht das ab? Ja, das ist eine Idee, die eine Mitarbeiterin von mir aus Melbourne mitgebracht hat. Man geht praktisch an dem Rand los, geht über eine Steige hoch, kann dann oben auf dem Randseil längs gehen und dann gibt es zwei Positionen. Man kann sich einmal abseilen lassen, da wo das große Marathontor ist, oder man kann mit dem Flying Fox über das gesamte Rund drüber schweben, auf die andere Seite rüber. Sonst normal geht man auf der Seite wieder runter und es sind eigentlich auch da wieder völlig neue Einblicke in den Park, die wir vorher nicht gehabt haben. Und wir haben einen sehr starken Zulauf. Also das ist ein echter Renner. Das wollen wir uns gleich mal aus der Nähe angucken. Vorher noch mal kurz, was spielt sich gerade hier im Olympiasee ab? Da haben Sie auch was aufgebaut? Ja, das sind so ein bisschen die Reste, sage ich mal, im Moment von unserem Sommerfestival, das ja jetzt war. Beziehungsweise werden wir es auch beim Jubiläum am 26. August wieder einsetzen. Das ist eine Wakeboard-Anlage und dann ist eine Beachbar. Da hat man einen wunderbaren Blick von da aus. Und rechts, das ist an sich ja jedes Jahr da, ist die Hülle sozusagen, wo die Musikbands drunter sind. Und das Theatron, da ist ja die Bühne da. Das gibt es ja seit vielen Jahren schon und ja. Sie haben ja eigentlich einen wirklich interessanten Beruf, nicht? Weil also es gibt den einen oder anderen, der konzentriert sich auf Musikkonzerte, der andere auf Wakeboard-Events. Aber Sie haben ja ein 380-Grad-Spektrum, das man ja eigentlich so auf der Welt selten findet, nicht? Sie sind in ganz vielen Bereichen, müssen Sie gucken, weil Sie ja hier so viel zu bestücken haben. Ja, das ist ja auch das Spannende dran und was so sehr viel Spaß macht, sehr zeitintensiv ist, muss man auch offen sagen, aber unglaublich viel Spaß macht und man lernt vieles kennen, man lernt viele Sportler kennen, gerade im Verlauf der letzten knapp 40 Jahre, lernt viele Musikbands kennen, man muss vor allem immer rechtzeitig auch die Trends erkennen, dass man sagt, das ist jetzt interessant, das könnten wir bei uns machen. Oft fangen wir mit Sachen hier an. Die Sachen werden hier bekannt, ist natürlich auch die ideale Bühne im Grunde genommen dafür. Und wir müssen uns dann auch schnell wieder von Dingen trennen, wenn die einfach, wir merken, das geht wieder runter. Oder in München gibt es noch 10 andere Stellen, die das machen, dann verabschieden wir uns schon wieder davon. Von hier aus gibt es dann die verschiedensten Ski-Events auch im Winter, nicht? Richtig, also wir haben ja das, sind jetzt praktisch in dem Startbereich des Parallel-Weltcup-Slaloms, der ja hier zum See runtergeht. Dann lassen wir ja das Wasser aus, sodass wir also mehr Fläche gewinnen, dass man also in den See reinfährt einerseits und andererseits die Zuschauer in dem Seeboden quasi stehen. Wir hatten ja vor einem Jahr eben das erste Mal einen offiziellen Weltcup hier mit über 25.000, hatten sehr viel Glück mit dem Wetter. Dieses Jahr, muss man fairerweise sagen, war es zu warm, da ging gar nichts, muss man leider absagen. Und dann hatten wir früher auch Snowboard-Events, die hier runtergingen. Und wir hatten ja die allerersten Skirennen hier runter schon in den 80er Jahren. Da waren es allerdings noch reine Showrennen, aber auch damals schon haben sich die Münchner sehr gut begeistert, weil man eben den Sport in die Stadt bringt, hautnah am Sport dran ist. Und das ist, glaube ich, das, was wir immer im Olympiapark als Vorteil sehen. Dann schauen wir uns ja jetzt mal das Dach aus der Nähe an. Da gehen wir jetzt mal hin. Okay. Okay. Okay, Herr Hartung, das war natürlich immer schon das, was ich mal machen wollte, über die Dächer, die die Welt bedeuten, zumindest in München einmal zu klettern. Ja, eine fantastische Idee.
Wie teuer ist denn sowas, wenn man mal einen Rundgang hier über das Dach des Olympiastadions machen möchte? Also wenn man es ohne Abseilen tut, dann liegt es so um die 30 Euro rum, etwa je nachdem, ob das in Gruppen oder Jugendlichen ist. Mit Abseilen liegt es bei 40 Euro etwa. Und dann haben wir ja noch den Flying Fox, der dann quer rüber geht. Der kostet dann nochmal um die 20. Da gibt es dann aber auch so Kombi-Tickets. Also Flying Fox müssen Sie noch mal erklären. Was passiert da? Ja, Flying Fox ist hier auf der anderen Seite drüben. Da kriegen Sie so einen Gurt um und sind dann am Laufseil, geht es quer rüber und landet dann direkt hier drüben auf der anderen Seite. Was man hier natürlich auch sehr schön sieht, sind die Materialien, mit denen das Dach zusammengebaut worden ist. Das ist ja eigentlich Plexiglas. Was sind da die Vorteile? Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch nicht ganz unproblematisch ist, das Material. Ne? Ach, wir hatten an sich bisher für die Länge der Zeit relativ wenig Probleme. Wir mussten es Ende letzten Jahrhunderts oder Jahrtausends, wie man will, da allerdings mal auswechseln, weil einzelne Platten trüb wurden. Aber sonst ist es sehr beständig. Man sieht ja hier diese Gumminoppen, wo das drauf liegt. Auch die immer wiederkehrende Frage, ob wir es reinigen müssen. Es ist selbstreinigend. Also insofern ist es kein Problem. Und für den See, den wir vorhin so schön von oben gesehen haben, wird hier das Regenwasser aufgefangen, um den See immer wieder volllaufen zu lassen? Ja, der See hat eigentlich wie so eine Art, eine Funktion wie so eine Art Überlaufbecken im Grunde genommen. Mhm. Denn wenn man sich vorstellt, was das für riesige Flächen sind, wenn da hier mal richtig Gewitter draufkommt, dann fließt es in sogenannte Toastbecken rein und geht dann in den See rein. Aha. Und der See steigt dann sehr schnell an. Wir können das regulieren. An sich fließt ja hier der Nymphenburg-Biederstein-Kanal durch. Mhm. Aber wenn starker Regen ist, dann müssen wir schon deutlich mehr ablassen, dass das alles wieder wegfließt. Oder im Winter ist es ja so, dass der Schnee runterkommt. Und unten dann sind Heizschlangen, sodass der Schnee dann getaut wird zu Wasser und dann in den See reingeht. Ach so, und, aber wird der Schnee hier schon auf dem Dach irgendwie getaut? Oder? Nein, hier geht es, da ist er erstmal drauf und wenn es halt wärmer wird, dann rutscht es runter und geht dann in diese Becken rein. Also das gilt vor allem für die Hallen, dann Schwimmhalle und Olympiahalle. Könnte hier mal zu viel Schnee drauf liegen, dass man Angst hat, dass das nicht mehr hält? Also bisher hat es alle Schneemengen, in München wird es ja leider eh mal etwas weniger an Schnee, aber hat alle Schneemengen in den 80er Jahren sehr gut überstanden. Also ich denke mal, das ist gut abgesichert. Ich möchte nicht das alte Schmerzthema zu lange hochkommen lassen, aber ich muss noch einmal darüber sprechen, weil es gab ja eine ganz lange Diskussion darüber, ob man hier dieses neue Fußballstadion reinbauen könnte oder nicht. Ne? Und für viele ist es nach wie vor nicht nachvollziehbar, warum man das damals nicht gemacht hat. Wenn Sie sich das angucken, wäre das eine Lösung für Sie damals überhaupt gewesen? Und wenn ja, in wenigen Worten, wie hätten Sie sich das vorstellen können, dass man das Flair nicht zerstört, aber trotzdem ein modernes Fußballstadion hier reinbaut? Also es gab ja eine Lösung, das muss man dazu sagen, das Kompromissmodell, wo eigentlich alle mit einverstanden waren. Und das hätte eben vorgesehen, dass man den Rasen etwas tiefer gelegt hätte, sodass man die Tribünen näher hätte heranführen können, eventuell die Laufbahn temporär auch überbauen können mit Sitzen. Und vor allem auf der Gegengeraden ein leichtes Dach angepasst an das andere Dach gebaut hätte. Das wäre es im Grunde genommen gewesen. Sie kommen ja nun auch wahrscheinlich öfter mal an der Allianz Arena vorbei, wenn Sie zumindest zum Flughafen fahren. Was empfinden Sie dann? Also sicherlich einmal schmerzlich, dass der Fußball weg ist, weil ich persönlich den Fußball mit meinen Kindern hier sehr genossen habe, das muss ich offen sagen. Andererseits muss man auch fair sein, die Allianz Arena, finde ich, ist eine der wenigen neuen, markanten Bauwerke in München. Also das muss man auch positiv sehen. Ich gehe ab und zu mal hin. Die Freundschaft zum FC Bayern hat darunter nicht gelitten, das muss ich auch ganz offen sagen. Aber lieber hätte ich natürlich den Fußball hier, das ist keine Frage. Wenn man jetzt so sich das Stadion anguckt, dann sieht man schon an einzelnen Stellen, dass da ein bisschen Gras durchkommt. Und was müssen Sie denn jetzt tun, um dieses... Oh, da sieht man jetzt gerade, wie einer quer über das Stadion fliegt. Ja, genau, das ist der Flying Fox jetzt. Das ist der Flying Fox. Der landet jetzt hier drüben dann und... es ist ein sehr schönes, relativ kurzes, aber schönes Vergnügen. kurzer Kick. Genau. Um dieses Stadion jetzt wieder hundertprozentig fit zu kriegen, was muss getan werden und mal ganz ehrlich, wie viel Geld muss da aufgewendet werden?
Also ich schätze mal, dass wir, wenn wir die, also es muss einmal die Betriebstechnik erneuert werden, das steht einfach an nach 40 Jahren, da reden wir alleine von rund 30 bis 40 Millionen Euro. Wenn man dann noch mal dazu rechnet, was wir gerne an Verschönerungen hätten, also es betrifft jetzt mehr die Räume als den Innenraum eigentlich, dann reden wir vielleicht von 55, 60 Millionen Euro. Wobei man dazu sagen muss, das Stadion ist ja fit. Also wir haben ja dauernd Veranstaltungen hier drin. Wir hatten auch ja Fußball vor kurzem mit dem Frauenfinale der Champions League hier gehabt. Also wir können an sich schon von heute auf morgen auch wieder anfangen. Aber es ist natürlich klar, dass es gewisse Stellen gibt, wo man immer mal wieder nachbessern muss, wie jetzt den Randbalken, den wir haben erneuern lassen etc. Haben Sie das Gefühl, dass da die Unterstützung, ich sage jetzt auch mal aus dem Stadtrat, da ist, dieses Stadion jetzt zu erhalten, obwohl es ja nicht einfach ist, es immer wieder am Laufen zu halten? Ne? Also es ist sicherlich immer eine Diskussion. Ich kann auch verstehen, dass der Stadtrat kaut an diesen Summen. Das wäre schlecht, wenn er es nicht tun würde, sondern einfach ausgeben würde. Mhm. Aber letztendlich siegt doch immer die Tatsache, dass man sich einfach zu dem olympischen Erbe bekennen muss und auch bekennen will. Und das ist uns bisher jedes Mal irgendwie gelungen und ich hoffe, dass das auch in der Zukunft so sein wird. Aber es ist klar, es sind große Anlagen, es ist ein olympisches Erbe, wir sind 40 Jahre alt, also dessen muss man sich schon bewusst sein. Was sagen Sie Leuten, die argumentieren, andere olympische Anlagen sind dann eben, nachdem die Olympiade dort stattgefunden haben, abgebaut worden oder man hat was anderes dorthin gebaut? Warum muss es in München erhalten bleiben und immer wieder neu zum Leben gebracht werden? Weil es einfach ein Wahrzeichen ist, weil es sonst mit Ausnahme jetzt der Allianz Arena keine adäquaten anderen Sport- oder auch kulturellen Stätten für Popkonzerte etc. gibt. Im Übrigen hat München ja sogar noch weit vor der Zeit vorausgedacht, denn es gab ja einige temporäre Sportstätten hier, wenn ich an das Hockeystadion denke, wenn ich an das Bogenschießen im Englischen Garten denke, da hat man ja damals schon gesagt, man baut es wieder ab, weil man es danach nicht braucht. Mhm. Aber ich denke mal, es wäre einfach ein Bruch mit der olympischen Tradition und auch mit dem Wunsch auf Nachhaltigkeit letztendlich, wenn man hier so verfahren würde, dass man sagt, so, das war es jetzt bauen wir es wieder ab und bauen was anders hin, wie es bei 0815 Stadien in Amerika vielleicht der Fall ist. Menschen in München mit Jörg van Hoven. Herr Hartung, wenn man durch den Olympiapark geht, dann merkt man an allen Ecken und Enden, dass sich hier Gedanken gemacht haben, ja? Dass man sich überlegt hat, wie kann ich die eine und die andere Ecke nutzen, wie kann ich es interessant machen für den Besucher. Eine solche Idee ist hier der Walk of Stars, Munich Olympic Walk of Stars. Wer ist da auf die Idee gekommen und was ist der Gedanke dahinter? Das war ein guter Freund und Partner des Olympiaparks, Alex Ganser, der damals auf die Idee kam, ob wir nicht sowas hier machen wollten. Und die Idee war einfach, hier die wichtigen Leute, die hier im Park waren, und das muss man sich auch ein bisschen sozusagen erkämpfen oder erstreiten, sich hier verewigen sollen, mit den Händen in Zement rein. Das wird dann immer meistens in der Halle und im Stadion gemacht und die Platten kommen dann anschließend rein. Und da haben wir eben wirklich Legenden mit dabei, die den Park geprägt haben, sowohl von der Musik her, wenn ich an Udo Jürgens denke, an Peter Maffay denke, an Aha denke, Deep Purple, aber auch die klassischen Sachen wie Placido Domingo etc. Ja. Und dann natürlich die ganzen Sportgrößen, Sechstagerennen, Franz Beckenbauer, Ingo Schulz von der EM 2002, die haben sich alle hier verewigen dürfen und so bauen wir immer mehr den Weg hier aus. Wer entscheidet denn eigentlich, wer da so eine Platte mit seinen Händen erfreuen darf? Also entscheiden tun wir es offen gestanden selber. Wir gehen immer so die Liste durch, was im Jahr alles kommt. Nein, die Frage ist natürlich dann auch immer, ob diejenigen dann auch wollen oder Zeit haben, ob die Manager damit einverstanden sind. Also alles ist uns nicht geglückt bisher, das muss ich auch dazu sagen, aber die meisten doch gerne. Tatsächlich, da verweigern sich welche? Ja, doch, die haben dann plötzlich keine Zeit oder weiß der Kuckuck was. Wobei es oft so ist, dass die Künstler gerne wollten, aber die Agenten sagen, wir haben keine Zeit. Das haben wir auch schon erlebt. Status Quo. Status Quo haben wir hier, ja, dann
ganz was anderes natürlich mit den Kasselroter Spatzen. Das ist ja so die ganze andere Bandbreite oder Ron and Keating. Aber die machen auch ihre Stadien voll, ne? Die machen alle. Das sind gute Kunden von uns und die große Erfolge hier gefeiert haben. Und das ist letztlich das Kriterium, dass es auch nicht jetzt Stars sind, die einmal kurz da waren und wieder weg sind, sondern die auch eine Geschichte hier geschrieben haben. So ein anderes Event ist da drüben, das sehen wir, die Kinder, die da in diesen Bällen sich bewegen auf dem Wasser. Was mich so ein bisschen, Herr Hartung, an die Diskussion erinnert, die einen sagen, nein, das hier muss so eine Art Museum bleiben. Die anderen, das andere Extrem ist, macht doch endlich mal so ein World Disney Park aus dem Olympiapark. Wo kann man die goldene Mitte finden? Da, wo wir sind, das ist die goldene Mitte. Also wir wollen keinen Disney-Park draus machen, das haben wir nie gewollt. Also wir sind uns sehr wohl über den Wert der olympischen Architektur und dieses Parkes bewusst. Nur der Park lebt letztlich von den Besuchern, von den Zuschauern. Er gibt eigentlich den Architekten jeden Tag recht, die den Park geschaffen haben. Und wir sind der Meinung, dass das, was wir hier machen, dass das auch machbar sein muss. Und über 4 Millionen zahlende Gäste pro Jahr geben uns unserer Meinung nach recht. Wir sind in ständigen Diskussionen mit den Architekten, mit den Denkmalschützern, die weitgehend friedlich verlaufen. Es gibt Punkte, da werden wir uns wahrscheinlich nie einig werden drin. Aber bisher war immer noch so ein bisschen Leben und Leben lassen im Endeffekt. Man muss das Ganze sich ja natürlich auch von der wirtschaftlichen Seite anschauen. Ja. Und hier sind natürlich viele Steuergelder auch drin in dem Park, weil er sich sonst nicht erhalten lässt. Aber es gibt natürlich auch die Meinung in der Stadt, dass Einzelne sagen, der Olympiapark sollte sich verdammt nochmal selber tragen. Deshalb denkt euch was aus, damit hier genug Einnahmen generiert werden. Wer sind die stärksten Gegner für eine solche Idee? Die stärksten Gegner sind im Grunde genommen sicherlich die Denkmalschützer, sind aber auch in gewisser Weise wir, weil wir sagen, bewusst sagen, wir können und wollen den Park nicht überfrachten. Dann müssten wir wirklich ein Disneyland draus machen, müssten einen Zaun außenrum machen, weil ich meine, die Leute können ja hier frei spazieren gehen. Da haben wir keine Einnahmen davon, müssten einen Zaun drumherum machen und abkassieren. Dann würden wir vielleicht in die Richtung hinkommen. Aber andererseits, ich finde, es ist ein olympisches Erbe, das die Stadt München hat. Und dazu sollte und müsste sie eigentlich auch dazu stehen. Und wenn ich mal sehe, dass wir im Jahr, wie gesagt, 4 Millionen Zahlende haben, rund 10 Millionen Zuschussbedarf haben, dann reden wir von 2,50 Euro pro Nase. Ich glaube, dass das in Relation zu anderen öffentlichen Einrichtungen machbar sein muss. Im Moment wird der Olympiapark mit 10 Millionen bezuschusst, ungefähr so. Richtig, so Pi mal Daumen. Interessant ist ja auch, wir stehen ja hier direkt auch vor dem Olympiaturm. Ja, hier siehst du, hier ist Action, hier brauchen sie gar nicht. Wildlife-Action. Ja, das ist ja anscheinend auch wirklich für die Zugvögel ein Zwischenstopp hier geworden. Ja, das ist traditionell schon immer gewesen, wenn die also vom Norden in den Süden und umgekehrt, also vor allem vom Norden in den Süden runter, dass sie dann hier einen Zwischenstopp machen. Und wir haben in früheren Jahren, war für Ornithologen das immer sehr interessant. Mittlerweile kennt die Geschichten jeder, aber war immer ein Thema, welche Zugvögel dann hier bleiben. Weil manchen geht es natürlich hier so gut durch die vielen Besucher, die sie dann im Winter füttern und so weiter, dass die sagen, was sollen wir weiterfliegen, bleiben wir gleich hier. Und im Frühjahr fliegen wir wieder in den Norden zurück dann. Das also von daher, das ist also sozusagen auch ein umweltfreundlicher Aspekt, dass hier die Zugvögel zwischenlanden. Ja, wir haben hier viel Wildlife. Ich hatte bei mir vom Büro habe ich zurzeit dauernd Kaninchen. Letztes Jahr hatte ich 3 Füchse, die plötzlich auf der Terrasse lagen. Also ja, wir haben ein bisschen Wildlife auch hier. Fische jede Menge. Bis dahin die Goldfische, die Leute, bevor sie in Urlaub gehen, hier aussetzen. Das haben wir auch hier drin. Wir haben dann die wildesten Mischungen aus den Goldfischen wieder mit anderen Fischen. Also hier lebt's. Also SeaWorld werden wir uns auch anschauen. Genau. Das ist ja auch ein Teil des Parks. Aber jetzt, wo wir gerade vor dem Olympiaturm stehen, dieser Turm, den gibt es ja nun schon länger als den Park. Und trotzdem ist er sozusagen ja fast auch ein Wahrzeichen der Stadt geworden. Haben Sie sich schon mal überlegt, inwieweit Sie den Turm auch in Ihre Action mit einbinden können, die Sie hier so fahren?
Ja, wir kriegen immer wieder Vorschläge, nur ich sage offen, wir gehen mit der Sache etwas vorsichtig um. Hat es an anderen Türmen schon Unfälle gegeben mit Bungee Jumping und sowas können wir nun weiß Gott hier nicht, können die anderen nicht gebrauchen, aber wir vor allem auch nicht gebrauchen. Ja. Und B ist es immer so, es gibt leider immer mal wieder Fälle, wo hier Suizidversuche unternommen werden und man sollte nicht die Leute durch solche Aktionen wohlmöglich ermuntern, anregen oder wie auch immer. Also deswegen stehen wir den Überlegungen sehr, sehr skeptisch gegenüber. Da oben gibt es ein tolles, ja auch Museum, nicht? Ja, also Rockmuseum. Und das Rockmuseum. Genau. Und nachdem wir das hier unten jetzt gesehen haben und so ein bisschen Walk of Fame heißt es ja in Los Angeles, gehen wir einfach mal hoch und schauen uns das Rockmuseum an. Machen wir. Herr Hartung, merkt man das eigentlich am Besucherstrom, wenn sowas wie die BMW-Welt quasi direkt vis-à-vis aufmacht? Ja, doch, wir ergänzen uns da auch sehr gut. Wir waren von Anfang an mit bei der Gedankenplanung und so weiter mit dabei, wie wir zusammenarbeiten können. Wir befruchten uns gegenseitig. Also das ist für uns ein sehr positiver Nebeneffekt und ich denke mal für die BMW-Welt umgekehrt auch. Jetzt kann man natürlich auch wunderbar von hier oben das olympische Dorf nochmal sich angucken. Inwieweit haben Sie jetzt als Olympiapark noch was mit dem olympischen Dorf zu tun? Ist das jetzt voneinander völlig abgetrennt oder gibt es da Anknüpfungspunkte? Also grundsätzlich organisatorisch war es immer abgetrennt. Wir haben Anknüpfungspunkte, weil wir häufig miteinander diskutieren, was im Park hier stattfindet. Oft auch mal über die Medien, aber ich werde im Januar auch mal zu einer Podiumsdiskussion drüben sein. Man soll sich ja immer auch den Kritikern stellen. Wenn ich da gerade mal unseren Zuschauern erklären darf, wovon Sie jetzt gerade sprechen, das ist so DTM-Rennen und sowas, genau, wenn es hier so richtig laut wird oder laute Rockkonzerte, das kriegen die Anwohner natürlich voll mit. Ne? Die kriegen das voll mit, wobei ich habe selber 10 Jahre im Olympischen Dorf gewohnt, also insofern weiß ich ein bisschen, von was wir reden. Ja. Ich finde halt immer, es hat sehr, sehr viel positive Seiten, den Park daneben zu haben, auch als ruhige Erholungslandschaft. Und dann muss es halt auch mal Tage oder Wochen im Jahr geben, wo es anders zugeht. Wie der Fußball hier war, war es deutlich mehr gewesen. Das wird immer ein bisschen verkannt. Und ein bisschen muss ich auch sagen, alle, die hierher gezogen sind, sind zu einer Zeit hergezogen, wo es den Olympiapark schon gab. Also das Einzige ist die Borstei drüben, die es schon vorher gegeben hat. Also habe ich immer gewusst, wo ich eigentlich hinziehe. Aber wir wollen friedlich zusammenleben und deswegen sollten wir auch die kritischen Punkte diskutieren miteinander. Viele haben dann natürlich noch die Bilder vor Augen, als damals die Terroristen die Israelis dort überfallen haben. Inwieweit wird das auch jetzt bei dem 40-jährigen Jubiläum des Olympiaparks eine Rolle spielen? Inwieweit werden Sie das immer wieder auch noch mal ins Bewusstsein berufen? Also wir tun es in allem, was wir machen, ins Bewusstsein. Es gehört einfach zu den Spielen 72 mit dazu. Wir können und wollen es vor allem auch gar nicht wegleugnen irgendwie. Es wird aber am 5. September eine eigene Feier geben in Fürstenfeldbruck am Flughafen. Die werden nicht wir veranstalten. Das macht der Freistaat Bayern, die Stadt und die Kultusgemeinde, wo man speziell noch mal der Vorfälle von damals gedenkt. Aber es ist ständig mit dabei. Also, und man sollte es auch immer mit im Kopf behalten. Es ist heute schwieriger. Die jüngeren Generationen wissen noch fragmentarisch, dass da irgendwas war. Aber wir erzählen es ihnen bewusst, weil es einfach ein Teil der Spiele damals war, weil es auch der Beginn einer ganz neuen Form des Terrorismus irgendwo gewesen ist. Und insofern leider, muss ich sagen, auch in der Richtung ein denkwürdiges Ereignis. Waren Sie dabei, als jetzt nochmal ehemalige israelische Wettkämpfer sich hier getroffen haben und nochmal diesen terroristischen Akt gedacht haben? Also ich war nur kurz mit dabei, weil es sind ja auch in der Zeit Filme hier entstanden und so weiter. Was für mich sicherlich mehr in Erinnerung ist, dass ich damals sehr hautnah die eigentlichen Vorfälle von 72 miterlebt habe. Meine Frau war Olympiahostess im Olympischen Dorf drüben gewesen. Ich habe die ganzen Ereignisse mitverfolgt. Ich war hier in einer Wohnung im Westen und habe gesehen, wie die Hubschrauber in Richtung Fürstenfeldbruck geflogen sind. Also das war schon sehr, sehr beeindruckend damals und ist immer haften geblieben. Es gibt ja auch ein Memorial-Denkmal hier. Richtig, wo ist das eigentlich aufgebaut? Das ist hier drüben, wenn man jetzt sieht, da geht ja die Brücke rüber über den Ring und dann sieht man diesen Längsbalken, der zwischen den Bäumen ist. Ja. Der ist vor, ich schätze mal, 10 Jahren etwa aufgebaut worden.
Einerseits, und dann ist natürlich an dem eigentlichen Haus selber in der Connollystraße eine Gedenktafel. Das ist ja heute ein Gästehaus des Max-Planck-Institutes. Man überlegt ja, ob man eventuell ein Museum daraus machen will, was ich eine sehr, sehr gute Idee letztendlich fände. Also insofern gibt es eigentlich zwei Gedenkstätten, wenn man so will. Ja, da haben wir natürlich hier wieder einen tollen Ausblick auf das Olympiastadion, wo wir eben auf dem Dach waren. Da drüben ist das Radstadion. Herr Hartung, inwieweit ist dieses Stadion jetzt eigentlich wieder fit oder muss das eigentlich auch nochmal grundsaniert werden? Also das muss grundsaniert werden. Das Radstadion hat ja eine wechselhafte Geschichte, war ja früher ein offenes Stadion, dadurch auch relativ schwer zu nutzen. Wir haben ja dann eine Blackbox, sage ich jetzt mal, da reingebaut, hatten ein Jahr Olympic Spirit drin, was gar nicht lief, was wir wieder einstellen mussten. Und heute ist es eine Eventhalle, aber der äußere Kranz aus Holz, der hat nur noch eine sehr bedingte Lebensdauer und deswegen gibt es ja da die Überlegung oder wäre unser Wunsch, dass man an der Stelle eine weitere Multifunktionshalle hinbaut für 7.500 Zuschauer. Das ist das, was wir uns wünschen würden. Die wäre ja gekommen, wenn wir die Winterspiele 2018 genau, hier nach München genau. gebracht hätten. Ja, ne? ja. Sehen Sie denn jetzt noch eine Chance, nachdem das leider nicht geklappt hat? Wir sind weiterhin dabei. Im Moment ist es natürlich ein bisschen so, dass die Politik sich ein bisschen gegenseitig blockiert in Anbetracht der bevorstehenden Wahlen. Auch die Sportpolitik, Stichwort Wahl zum IOC-Präsidenten, was ja Dr. Bach werden will. Trotzdem wollen wir ist ein Kreis Münchner Institutionen, einfach dieses Thema hochhalten, unter Absegnung der Politik, sage ich auch ganz bewusst, damit wir dann, wenn sich irgendwo eine Chance bietet, nochmal mit dem Thema wieder rankommen. Sehr schön, jetzt auch hier Lila Lu von hier oben kann man sich anschauen. Das bringt ja natürlich dann auch immer wieder Gäste in ihren Park rein, wenn drumherum auch so Events dann stattfinden. Ne? Absolut, also ich meine auch, da ist jetzt Lila Lu, sonst ist ja Tollwut dann auch immer im Juli dort, was jetzt nicht unser Gelände ist, aber wir ergänzen uns sehr gut. Das heißt, deren Gäste kommen zu uns, unsere Gäste gehen hinüber, ähnlich wie mit der BMW-Welt im Grunde genommen, dass man sich ergänzt. Insofern ist der Olympiapark eigentlich auch, wenn man so will, immer größer geworden, ist immer mehr gewachsen, genauso wie mit der Ackermannstraße, mit den neuen Wohngebäuden etc. Spüren Sie das? Kommen die Leute, wahrscheinlich klar, nicht? Von diesem neuen Wohngebiet hier in den Park? Absolut, also die haben ja nun einen sehr kurzen Weg, die können einerseits über den Berg rübergehen oder sie gehen im Spiridon-Louis-Ring längs. Also das sind eigentlich mit unsere treuesten Besucher hier, genauso wie die neue Siedlung an der Dachauer Straße, die vor einigen Jahren entstanden ist. Also insofern ziehen ja Leute bewusst auch hier in die Gegend, um eben dann hierher kommen zu können. Dann natürlich immer noch diese Schrebergärten, ne? die auch ganz tapfer ihre Stellung halten, ja, genau. auf diesem doch sehr wertvollen Grund. Ne? Ja, das ist, finde ich, so ein gutes altes Stück München sozusagen, denn früher war ja hier ein Flughafen einerseits, aber eben auch Schrebergärten andererseits. Und das ist sozusagen der Rest noch daneben, war ja früher die Molkerei Deller gewesen, die ist ja weggekommen und da sind auch Häuser jetzt gebaut worden. Das ist natürlich aber was sehr Hochpreisiges, was da jetzt gebaut wurde. Das ist sicher sehr hochpreisig, aber ich finde also diese Schrebergärten sehr charmant, die passen hier wunderbar in die Gegend rein. Das wäre ja schlimm, wenn es hier ein völlig monotone Bauwerke drumherum wären. Das ist natürlich der tolle Blick rüber zu den Alpen. Nicht? Das hat man auch nicht jeden Tag hier vom Olympiator. Da haben wir heute Glück. Ich meine, manchmal, wenn Föhn ist, kann man sogar fast bis in die Richtung gesehen, fast bis Südtirol reinschauen oder Brenner. Aber heute schon haben wir ausgesprochenes Glück, dass man die Alpen so nah sieht. Das sind ja letztlich 60, 70 Kilometer. Dann ist man in den Bergen drin. Und dann, ich finde, hier oben sieht man immer, was man als Münchner alles so um sich herum auch hat, unabhängig jetzt von Schloss Nymphenburg und was weiß ich. Alles. Wir haben uns jetzt den Olympiapark mehr oder weniger die ganze Zeit von außen angeguckt, aber Sie haben natürlich auch noch ein paar richtig wertvolle Hallen. Da gibt es einmal die Schwimmhalle und dann gibt es die Olympiahalle. Und lassen Sie uns doch jetzt erstmal in die Schwimmhalle gehen, denn die wird ja auch toll genutzt. Tagtäglich. Herr Hartung, hier im Sea Life ist es natürlich sehr relaxed. Man könnte sich natürlich fragen, was hat eine Mischung aus Zoo und dann vielleicht doch Disney World hier im Olympiapark verloren? Es ist eine durchaus berechtigte Frage, gebe ich Ihnen gerne recht. Aber ich sage mal, so kleine Punkte, denke ich, noch dazu, wenn sie tief unter der Erde verborgen sind, sollte man doch auch machen können. Und das ist eigentlich
die Idee geboren worden, als sich abzeichnete, dass der Fußball aus dem Stadion ausziehen würde und wir einfach andere Möglichkeiten gesucht haben, Gäste hier in den Park zu bringen. Und wir kommen im Jahr rund 400.000 her. Also ich denke mal, dass das auf alle Fälle gelungen ist. Und nach außen hin sieht man ja nicht so viel. Genau, Sie haben das eben schon gesagt. Also das ist ja tatsächlich tief in die Erde reingebaut worden. Also diejenigen, die das Alte erhalten wollen, kommen natürlich hier voll auf ihre Kosten, nicht? Ja, das ist richtig, ja. Also insofern, wir haben keine neuen Flächen versiegelt, sondern es ist in einen Hügel reingebaut worden. Man sieht den Eingang. Ich finde, dass das sehr gut gelungen ist. Auch in Abstimmung mit den Architekten, das muss man auch dazu sagen, weil die ja immer mitreden können, dürfen, werden. Ja. Böhnisch, ne? Der hat sozusagen, wie nennt man das? Der hat ein das Urheberrecht. Das Urheberrecht. Hat's Urheberrecht und man hat ja damals dann in seiner vorolympischen Begeisterung das gesetzliche Urheberrecht noch mal erweitert. Also ich sag mal, bis das abläuft, das werden wir nicht mehr erleben. Gibt es da eine Jahreszahl? Wann ja, das abläuft? Überträgt sich dann wieder auf die Kinder derjenigen, der Olympia-Architekten, die auch alle Architekten sind. Also das ist eine nahezu unabsehbare Kette sozusagen. Wo ganz München im Schwitzkasten sozusagen ist. Ja, die sehen das anders, wenn sie so wollen, ja. Okay, bleiben wir bei Wasser und gehen jetzt in die Olympiaschwimmhalle. Sehr gerne, da kann man dann selber reinspringen. Genau. Hartung, wenn man hier in dieser Schwimmhalle steht, dann erinnert man sich natürlich an ein Event bei den Olympischen Spielen 72, Marc Spitz, 7 Goldmedaillen. Waren Sie da jetzt so ein bisschen traurig, als dieser Rekord in China eingestellt worden ist? Oh ja, doch, es war so ein bisschen unser Rekord, sage ich mal, hier gewesen. Und Phelps hat ja nur 9 Goldmedaillen in Peking gewonnen. Sicher, das war möglich durch die ganz kurzen Strecken, die es damals noch nicht gab. Aber was sicherlich für Spitz einmalig ist, dass er nicht nur 7 Goldmedaillen, sondern auch 7 Weltrekorde geschwommen ist. Jetzt. Ja, genau. Und das ist natürlich eine Sache, die man hier mit diesem Stadion immer verbinden wird. Was passiert so heutzutage, sage ich mal, in diesem Bad? Also wenn nicht gerade Stefan Raab hier seine Kunststücke vollführt, was immer einmal im Jahr ist, dann ist es ein ganz normales Schwimmbad für die Münchner, wobei es sicherlich kein Spaß-Schwimmbad ist, sondern es ist ein bisschen sportlich geprägtes Schwimmbad. Dann trainieren die Vereine hier, trainiert der Leistungssport hier, die Studenten von der TU drüben. Also es ist sehr, sehr gut genützt mit fast 500.000 Badegästen, sehr langen Öffnungszeiten. Also ja, es bewegt sich einiges hier drin. Wir haben das mit Stefan Raab angesprochen. Das ist natürlich hier diese Turmspringgeschichte, ist ja auch eine sehr erfolgreiche Sendung geworden. Waren Sie sich da gleich sicher, dass Sie sowas hier reinlassen wollen? Ach ja, ich meine, wir lassen ja vieles rein. Also insofern kann man auch Stefan Raab reinlassen. Die Sendung ist erfolgreich. Gut, fürs Publikum ist es Geschmackssache, wenn das 4-5 Stunden dauert. Meistens wird es ja auch noch überzogen. Aber für uns ist es halt auch eine sehr, sehr gute Werbung letztlich für die Schwimmhalle. Das muss man auch mal unter dem Gesichtspunkt sehen. Und da ist er uns jederzeit herzlich willkommen. Hartung, wie sehen Sie denn so die nächsten 5-10 Jahre für den Olympiapark? Sie haben eine gern gestellte Frage. Was glauben Sie, wie sich diese ganze Anlage hier in 5 Jahren darstellen wird? Also ich denke mal, dass die Anlage sich in 5 Jahren, hoffe ich, genauso blühend darstellt, wie sie jetzt darstellt. Was für uns noch ein großer Wunsch wäre, wenn wir eben diese 7.500 Halle kriegen würden. Das wäre also so unser Traum. Und dass natürlich die Sanierungsarbeiten, die leider teilweise schwer sichtbar sind, weil es um Betriebstechnik geht, in der Zeit ausgefüllt werden. Was Veranstaltungen betrifft, wir haben die X-Games 13 bis 15 hier, das ist schon mal sehr gut. Und dann sollten wir bitte nicht vergessen, vielleicht eine neuerliche Olympiabewerbung. Das würde natürlich dem gesamten Park, der gesamten Anlage nochmal einen unheimlichen Auftrieb geben. Und da bleiben wir dran und da sind wir dran. Herr Hartung, dann kann man Ihnen dazu nur viel Glück wünschen. Dankeschön. Und also ich muss sagen, es ist immer wieder ein tolles Erlebnis, hier im Olympiapark zu sein, weil es doch sehr viel zu entdecken gibt. Nicht? Also Sie haben ja ganz viele Sachen auch uns noch gar nicht richtig angeguckt, die es hier noch gibt. Nennen Sie noch mal so 2-3 Sachen vielleicht, die man gesehen haben muss. Also es gibt landschaftlich sehr, sehr schöne Bereiche im Bereich des Olympiaradstadions oben an den stilleren Plätzen. Es gibt den Timofei, den wir immer noch hier bei uns haben. Und es gibt vorne den Eislaufbereich, die kleine Olympiahalle, die neu ist. Es gibt Positionen am Berg mit der Alm dort oben. Es gibt einen wunderschönen Ausblick und Café auf der anderen Seite des Rings, erinnernd an die Spiele 72, eigens drapiert und gemacht dafür.
Und dann gibt es so ein paar ganz stille Ecken, sage ich mal, die mehr im Südteil des Parkes sind, die ich besonders auch mal schätze. Wir haben hier viel Trubel, aber manchmal zieht man sich auch gerne dahin zurück. Dann. Man findet immer Parkplätze, 20.000 Parkplätze. Also, Herr Hartung, herzlichen Dank, dass Sie uns hier nochmal durchgeführt haben. Dankeschön. Das war Menschen in München mit Jörg von Hofen. Großer Lagerverkauf zu heißen Sommerpreisen. Sparen Sie jetzt bis zu 10.000 Euro beim Kauf einer Kurzzulassung. Automobilforum Kuttendreier. Just Drive.